VYTKG. So, gucken wir mal rein. Ist ein Super Mario Bros. Level und soll sehr schwer sein. Ach du Scheiße. Hä? Er hat also sein Profil geschickt. Ah ja. Habt ihr schon alle Level gespielt? Ja gut. Digi, was ist denn das schon wieder hier? Habt ihr schon alles gespielt? Zumindest alle einigermaßen aktuellen. Okay. Alle, die 100 Jahre alt sind, naja, war auch nicht so sonderlich gut, oder? Dann machen wir einfach dasselbe von Peter hier. 1, 6, 8, C, 4, 0. Ja. Und dann haben wir hier das T, 0, G. Okay. Gucken wir uns das. Mario 3D World Level auf Middle. Okay. Mein erstes Level. Alles klar. Bin dumm. Waren jetzt auch nicht so krass. Und du hast dein erstes Level gebaut vor kurzem, oder was? Ich sehe jetzt ja kein Datum. Dich, was wir am Trollen. Wie viele Level spielst du? Mal gucken, mal gucken. Kommt ja immer darauf an, wie schnell man durchkommt. Also als erstes verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum man erst eine Katzenglocke bekommt, um dann eine Feuerbombe zu bekommen. Und dann vor allem, wenn man sich einmal treffen lässt, kann man das ganze Level neu starten. Das ist jetzt auch nicht so geil. Muss ich sagen. Ist das ein Boss, Wasch? Hä? Kompletter Betrug. Mein Handy buggt, so kann nichts einsenden. Ach du Scheiße. Da Yoshi, was ist mit deinem Handy los? Was hast denn du für eine alte Gurke? Ein MK8 hatten wir heute schon. Vorhin. Hi erstmal, grüß dich. Was ist denn das? Hitbox schon wieder richtig geil. Gibt's hier ein Item? Ich verstehe auch diese Blind Jumps. Okay. Ich verstehe, ich hinterfrage meine. Okay. Punkt 1. Was soll dieses Laufband? Punkt 2. Warum baust du fliegende Röhren? Bitte zieh die Röhre ganz durch. Es gibt nichts Schlimmeres als fliegende Röhren. Aber ich lasse dir mal als erstes Level einen Stern da, damit du motiviert bist. Aber, ne? Stern, genau. Fliegende Röhren ist nichts Gutes. Nee, nee. Schön durchziehen bis oben. Oder mit Blöcken durchbauen. Aber eine fliegende Röhre, ne? Ich glaube, du merkst selber, ist nicht so geil. So, das war das erste Level für heute, okay.